Kippe auf Kessler links oben. Rechts oben. Aber Kessler. Also gespielt genau 39 Minuten, kurz und trocken aus dem Gelenk. Das 1:0 durch den Besten bisher in Schwarz-Weiß, durch Thomas Kessler. Da hat Stejskal nur noch die Möglichkeit, hinterher zu schauen. Freistoß aus bester Distanz. Aber das war endlich einmal ein vernünftiger Spielzug. Dreimal Bombeneinsatz und dreimal intelligent gespielt. Ich bin fast geneigt zu sagen, letzte Chance. Jetzt noch zwei Minuten, knappe zwei Minuten zu spielen. Das weiß sicherlich auch Berndi Vogt. Jetzt, wenn man so schön sagt, Sektor oder Selters. Und Bremi oder Hessler, das war leicht entschieden, denn Hessler schießt. Er ist richtig, er hat vorher schon den guten Freistoß geschossen. Er hat gegen die Tschechen den Freistoß zum Tor verwandelt. Hoffentlich jetzt wieder. Angeschnitten in jedem Falle. Ja, mittlerweile nur noch 30 Sekunden zum Spielen. Schiedsrichter in der Mauer. Effenberg sollte da weggehen, da steht er abseits. Und Riedle und Klinsmann versuchen die Lücke für Hessler frei zu sperren. Aber da steht direkt ein Russe hinter, das macht keinen Sinn. Die Szene hat Nationalspielern da Steine vom Herzen. Das sind keine Sterne mehr, meine Damen und Herren, das sind Felsen. Das ist ein ganzes Riesengebirge, das da zu Boden plumpst. Aber wir haben es ja die gesamte zweite Halbzeit über gesagt. Wenn was passiert, dann aus Standardsituationen und wenn, dann Hessler. So wie in Prag. Auf der einen Seite, liebe Zuschauer, ich glaube, Ihnen zu Hause geht es genauso. Sind wir unglaublich froh über diesen Ausgleichstreffer. Auf der anderen Seite sind wir in keinster Weise bereit, den Mantel des Schweigens über das, was wir vor diesem Tor gesehen haben, zu breiten. Spiel der Deutschen. Da weiß ich nicht, ob wir da noch eine Chance gehabt hätten, uns für das Halbfinale zu qualifizieren. Jetzt ist es alles. War hier überhaupt nichts positiv und das Ergebnis auch nur, weil in letzter. Er hat ein schönes Loch gespielt, der Jürgen Klinsmann, für den Karl-Heinz Riedle, aber gute Freistoßdistanz. Wäre ein schönes Doppelpassspiel geworden. Ja, dann gut. Frei gesperrt direkt der Jürgen Klinsmann. Aber das wird ein Fall für unseren kleinen Thomas Hessler. Das ist eine Entfernung. Angeschnitten rechts, wie gegen die GOS. Das wird jetzt passen, das wird der Mannschaft sicherlich Selbstvertrauen verleihen. Herrliches Bild, was denkt er sich aus? Mit drei Tage Bart wird es vielleicht noch besser. Der Rohr in die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, sondern herrlich an der Mauer vorbei gezwirbelt ins andere Eck. Und der Ravelli, der steht voller Bewunderung vor seinem 16-Meter-Raum. Das war der Führungstreffer zum goldrichtigen Zeitpunkt. Nach 11 Minuten 1:0 für die deutsche Mannschaft. Sammer. Kunz und Foulspieler Stefan Kunz. Richtige Entscheidung vor der Strafraumgrenze. Wollen wir ganz fair bleiben? Aber war fantastisch gespielt. Hat ihn am Absatz, an der Hacke, hat er ihn berührt und getroffen. Und nach Protesten gibt es sogar Gelb. Schauen Sie, hier ist deutlicher. In der Einstellung war es deutlich zu sehen. Wunderschön, so unterschiedlich können Zeitlupen sein. Dartilov mit der gelben Karte. Basler oder Hessler. Hessler darf. Tor! Icke und das Tor. Was für ein Glücksmoment, meine Damen und Herren. Ausgerechnet für Thomas Hessler. Schauen Sie sich das an, wie der sich freut. Er strahlt über das ganze Gesicht. Der Kleine ganz groß. Ein einziges Spiel.
als Jugendlicher für Jugend trainiert für Olympia, hat er mal im Olympiastadion in Berlin bestritten. Aber das ist das erste richtige Spiel. Er als Berliner, der bei Meteor 06 und den Reinickendorfer Füchsen groß geworden ist. Und wie ein Fuchs hat er dieses Freistoßtor gemacht. Nicht Basler macht den Freistoß Keck hier heute im Spiel, sondern er, Thomas. Hessler steht bereit, Scholl daneben, Marco Bode. Bierhoff und Kohler begehren der Einlass in die Mauer Armeniens. Diesmal stimmt der Mauerabstand, Hessler! Und der wiedergewiesene Roman Berezovsky. Aber der Freistoß, den wir hier sehen, muss, ob er noch so schön war, wiederholt werden. Oder darf wiederholt werden, weil ein armenischer Spieler zu früh aus der Mauer gelaufen war. Also, Thomas Hessler, zweiter Versuch. Und der Torwart ist offenbar sichtlich angeschlagen, er kann kaum noch stehen, hat Schmerzen, hat man eben kurz am Bildrand gesehen. Nochmal Hessler und da ist er drin, im zweiten Versuch. 20. Minute, Deutschland führt durch Thomas Hessler mit 1:0. Das ist an und für sich die Ecke des Torwarts. Aber Roman Berezovsky ist angeschlagen, ihm fehlt doch die Erfahrung. Und der Treffer geht auch auf seine Kappe. Die Mauer war auch falsch und schlecht postiert. Und jetzt sieht man, Kohler ist zur Seite gegangen und hat die Lücke freigemacht für Thomas Hessler. Also. Dann muss er Elfmeter geben, so ist es. Es war innerhalb des Strafraums. Also wenn ein Foul, dann auf keinen Fall ein Freistoß. Sie haben ja gesehen, wie die Kreide da gestaubt hat. Dennoch, keine ungefährliche Entfernung. Und ich denke mal, das ist wieder mal eine kleine Aufgabe für Thomas Hessler. Er hat schon mal in der 20. gezeigt, wie das geht beim 1:0. Wieder diese Rangelein an der Mauer, wieder Kohler da drin, der vorhin die Lücke aufgerissen hat. Hessler! Und diesmal ist es die andere Ecke. 3:0. Zwei Länderspieltore von Thomas Hessler, das gab es noch nie in einem Spiel. So, Kohler schiebt da die Lücke frei. Hessler wartet. Scholl. Und da ist das Loch. Zwischen Sukjasjan und Maritarjan. Diesmal die linke Ecke. 3:0 für den Europameister. Also, seine Freistöße sind mindestens genauso gefährlich heute. Wie Elfmeter, so gesehen, ist diese Fehlentscheidung vor Hessler. 3:0. Das macht einen klasse Fußballer aus. Da rechnet natürlich Berezovsky mit einer Flanke auf Bierhoff oder Wörns oder wen auch immer. Und Icke sieht das und schiebt ins kurze Eck. Das war natürlich ein Torwartfehler, aber gerade an diesem Torwart gibt es nichts zu kritteln. Der hat lange Zeit klasse gehalten. Und ich bin sicher, dass Thomas Hessler unserem kleinen Spielmacher dieses Tor weiteren Auftritt geben wird.